Der FC Barcelona empfängt am heutigen Mittwoch, den 30. Januar im Viertelfinalrückspiel der Copa del Rey den FC Sevilla. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei Spox. Im Viertelfinalrückspiel der Copa del Rey muss der FC Barcelona gegen den FC Sevilla einen 0:2 Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen, wenn die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde nicht aus dem spanischen Pokal ausscheiden möchte. Im Hinspiel gab der kurz zuvor gewechselte Kevin Prince Boateng sein Debüt für die Katalanen. Für das Rückspiel steht dem FC Barcelona Superstar Lionel Messi wieder zur Verfügung. Die Tore für den FC Sevilla erzielten Pablo Sarabia und Wissam Ben Yedder, der seinen Treffer dem vermissten Emiliano Sala widmete, nachdem dieser seit einem Flugzeugabsturz als vermisst gemeldet ist. FC Barcelona gegen FC Sevilla, wo und wann findet das Spiel statt? Das Viertelfinalrückspiel der Copa del Rey findet am heutigen Mittwochabend um 21:30 Uhr statt. Austragungsort der Begegnung ist das Camp Nou in Barcelona. FC Barcelona gegen FC Sevilla heute live im TV und Livestream. Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla wird nicht im Free TV gezeigt. Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Partien der Copa del Rey live und exklusiv. DAZN hat neben dem spanischen Pokal auch weiteren europäischen Spitzenfußball im Angebot. DAZN zeigt unter anderem die Primera División, Liga 1, Premier League und die Serie A. Das Abonnement kostet 9,99 € monatlich. Der erste Monat ist dabei komplett kostenfrei, danach kann das Abonnement monatlich gekündigt werden. Wer noch kein Kunde bei DAZN ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern. Transfers und Gerüchte, welche Top-Clubs könnten noch zuschlagen? Nicht mehr lange und das Transferfenster schließt wieder auch in den internationalen Top-Ligen. Welche Teams könnten noch zuschlagen? Was ist bisher geschehen? Gibt es einen Megatransfer wie Coutinho im Vorjahr? Spox gibt einen Überblick. FC Barcelona, bisherige Neuzugänge, Frenkie de Jong kommt im Sommer von Ajax, Jason Murillo, Laie von Valencia und Kevin Prince Boateng, Laie von Sassuolo. Bisherige Abgänge, Munir El Haddadi, für 1 Million € an den FC Sevilla verkauft. Was könnte noch passieren? Um Adrien Rabiot, PSG, gibt es nach wie vor Gerüchte. Allerdings sind auch noch andere Top-Clubs im Rennen. Denis Suarez könnte sich per Laie Arsenal anschließen, auch Malcolm ist ein Verkaufskandidat. Real Madrid, bisherige Neuzugänge, Brahim Diaz kam für 17 Millionen € von Manchester City und erhielt einen Vertrag bis 2025. Bisherige Abgänge, Torhüter Kiko Casilla wechselte zu Marcelo Bielsa und Leeds United. Was könnte noch passieren? Momentan deutet nichts auf weitere Bewegung hin. Im Sommer wird sich das ändern, Eriksen und Hazard stehen bei Real auf der Wunschliste, auch eine Rückkehr von James ist möglich. Atletico Madrid, bisherige Neuzugänge, Torhüter André Moreira kehrt von seiner Leihe von Aston Villa zurück, wurde aber direkt wieder zu CD Feirense nach Portugal verliehen. Was könnte noch passieren? Der von den Bayern umworbene Lucas Hernandez dürfte zumindest bis Sommer in Madrid bleiben. Mit Alvaro Morata von Chelsea ist man klar, die Leihe aber noch nicht offiziell verkündet. Gerüchte gab es auch um Kölns Jorge Mere. Paris Saint-Germain, bisherige Abgänge, Stürmer Timothy Weah hat sich für 5 Millionen € Leihgebühr Celtic Glasgow angeschlossen. Was könnte noch passieren? Tuchel-Liebling Julian Weigel wird den BVB im Winter wohl nicht verlassen, es sei denn, PSG gibt ein astronomisches Angebot ab. Rabiot hat sich zurück ins Profitraining geklagt und könnte noch Richtung Barcelona abwandern.
Juventus bisherige Abgänge, neben Gonzalo Higuains Leihe zum FC Chelsea wird der von Sporting zurückgekehrte Stefano Sturaro direkt weiterverliehen. Der Mittelfeldspieler kickt nun beim FC Genua. Was könnte noch passieren? Linksverteidiger Emerson Palmieri von Chelsea könnte im Zuge des Higuain-Deals nach Turin kommen. Bald fix dürfte der Transfer von Arsenals Aaron Ramsey sein, allerdings erst zum Sommer, wenn er ablösefrei wäre. FC Chelsea, bisherige Neuzugänge, Gonzalo Higuain kommt für 9 Millionen Euro Leihgebühr von Juventus. Vom BVB wechselt Christian Pulisic für 64 Millionen Euro zu den Blues, wurde aber bis Saisonende zurück an Dortmund verliehen. Bisherige Abgänge, Cesc Fabregas wechselte nach über 4 Jahren an der Stamford Bridge zur AS Monaco. Was könnte noch passieren? Morata wird nach Informationen von Spox und Goal an Atletico verliehen. An Callum Hudson-Odoi baggert bekanntlich der FC Bayern beharrlich. Leandro Paredes Zenit senkt. Petersburg wird indes wohl nicht kommen. FC Liverpool, Neuzugänge gab es bislang keine, auf der Abgabenseite heißt es zweimal Bournemouth beim LFC, Dominik Solanke brachte den Reds 21 Millionen ein, Nathaniel Klüne wurde verliehen. Was könnte noch passieren? Der 18-jährige Mittelfeldspieler Sandro Tonali von Brescia ist ein Kandidat, Besitzer Massimo Celino bestätigte eine LFC-Anfrage. Auch Nicolas Acevedo, 19, vom uruguayischen Team Liverpool auf Montevideo, gilt als Kandidat. FC Arsenal, bisherige Abgänge, Torhüter Emiliano Martinez, 26, wurde bis Saisonende an den FC Reading verliehen. Die große Frage, die sich stellt, bleibt Özil den Gunners treu? Aktuell geht die Tendenz dahin, dass der Ex-DFB-Kicker in London bleibt. Was könnte noch passieren? Coach Emery sprach bislang von 1 oder 2 möglichen Wintertransfers. Innenverteidiger Aissa Mandi von Real Betis ist ein Kandidat, ist Denis Suarez könnte per Laie aus Barcelona kommen. Tottenham Hotspur, bisherige Abgänge, Moussa Dembélé wechselte nach China zu Guangzhou. Die Spurs erhielten knapp 12,5 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Was könnte noch passieren? Auch die Spurs sollen auf den umworbenen Rabiot stehen, wie France Football berichtet. Trainer Pochettino hielt sich mit Forderungen aber zurück. Georges Kevin Nkudu steht vor einer Laie zu Besiktas. Manchester City, bisherige Abgänge, Brahim Diaz ist ein Königlicher geworden. Zudem verliehen die Citizens Koitakura für 1,5 Jahre nach Groningen und Anthony Caceres zu Sydney FC. Was könnte noch passieren? City baggert an Juve-Stürmer Dybala, ein Transfer im Winter ist jedoch unwahrscheinlich. Viel eher kommt Declan Rice von West Ham, um den in die Jahre gekommenen Fernandinho zu entlasten. Abgänge dürfte es keine mehr geben. Manchester United bisherige Neuzugänge, auf der Habenseite steht noch nichts bei United, lediglich Keeper Joel Pereira kehrt von seiner Leihe zu Vitoria Setobal zurück, dürfte aber direkt erneut verliehen werden. Was könnte noch passieren? United wird weitere U23-Spieler verleihen. Gebaggert wird weiter an Ivan Perisic, dem bereits ein Angebot aus Manchester vorlag. Inter könnte ihn diesmal ziehen lassen, vermutlich aber erst im Sommer. FC Barcelona gegen FC Sevilla, die vergangenen Duelle Wettbewerb Datum Heimauswärtsergebnis Copa del Rey 23. Januar 2019 FC Sevilla Barcelona 2:0, 0:0 Primera Division 20. Oktober 2018 FC Barcelona Sevilla 4:2, 2:0 Copa del Rey Finale 21. April 2018 FC Barcelona Sevilla 5:0, 3:0 Primera
Primera División 31. März 2018 FC Sevilla Barcelona 2:2 1:0 Primera División 4. November 2017 FC Barcelona FC Sevilla 2:1 1:0 Copa del Rey. Die Spiele im Überblick, Datum, Uhrzeit, Heim, Auswärts, Livestream 29.01.201.921.931 Uhr Betis Sevilla Espanyol Barcelona das 30.01.201.921.30 Uhr FC Barcelona FC Sevilla das 31.01.201.921.30 Uhr FC Girona Real Madrid das